Oderwelle. Die Wohnungswirtschaft und die Stadtwerke Frankfurt-Oder haben heute Vormittag ein neues Pilotprojekt für klimaneutrale Quartierslösungen vorgestellt und eine Absichtserklärung unterschrieben. Innovative Energielösungen sollen den Frankfurter Stadtteil Nord in Zukunft grüner machen. Geplant ist die Installation von Photovoltaikanlagen auf Dächern und E-Ladesäulen bei Mieterparkplätzen. Jan Eckert, Geschäftsführer der Wohnungswirtschaft Frankfurt-Oder, kündigte an, dass die Energieversorgung für die Wohnhäuser in der Magdeburger und Stendaler Straße sowie das Gebäude des Sportzentrums zukünftig durch die Bündelung dezentraler Strom- und Wärmeerzeugung gesichert werden soll. Weiter sagte er: Ja, ursprünglich sind wir in die Diskussion gegangen, um zu schauen, welche Auswirkungen haben eigentlich CO2-Besteuerung, CO2-Bepreisung, wie entwickeln sich Preise für Energie, sowohl Wärmeenergie als auch Elektroenergie und welche Möglichkeiten haben wir, die positiv im Sinne des Endverbrauchers zu beeinflussen. Also, dass unser Wohnraummieter nicht immer höhere Preise fürs Heizen bezahlt. Und dann sind wir über verschiedene Diskussionen gekommen und haben gesagt, okay, hier gibt es die Möglichkeit, das nicht nur ökonomisch sinnvoller oder schöner zu gestalten, sondern auch ökologisch. Und das kann man aus unserer Sicht zusammenführen. Thorsten Rögling, Geschäftsführer der Stadtwerke Frankfurt-Oder, will die Energiewende fassbar und erlebbar machen. Was wir machen wollen, ist, Energiewende in die Stadt zu holen. Das heißt, die Kunden, unsere Kunden mit dezentral erzeugter Wärme und dezentral erzeugtem Strom zu versorgen, damit Strom nicht nur regional, sondern richtig lokal zu machen und hier verschiedene Sachen auszuprobieren. Wir machen das technologieoffen, klar denken wir an Solarthermie, Photovoltaik, das Thema wie Mobilität über Ladesäulen stattfinden, aber vielleicht auch andere Mobilitätsideen wie E-Bikes oder Lastenbikes stattfinden können, das Ganze intelligent gesteuert wird, also richtig anfassbar. Die ersten beiden E-Ladesäulen stehen ab Ende Oktober. Die stufenweise Umsetzung des Pilotprojekts soll ab Mai 2021 beginnen. Oderwelle.